Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Antrag drückt ja eine gewisse Hilflosigkeit aus. Hilflosigkeit, die uns alle befällt, wenn wir auf dieses Projekt BER schauen. Drückt aber auch eine gewisse Hilflosigkeit dessen aus, dass wir keine große Anfrage mehr haben. Denn normalerweise könnte man nach der alten Geschäftsordnung des Abgeordnetenhauses über eine große Anfrage Antworten erwarten, die der Senat dann auch pflichtgemäß und hoffentlich der Wahrheit entsprechend beantwortet hätte. Dieses Instrument haben wir nicht mehr. Kleine Anfragen haben wir nach wie vor in der Form der schriftlichen Anfrage. Die werden regelmäßig nicht beantwortet. Herr Delius wird mir recht geben. Also ist ja der Antrag der Grünen hier die hilfsweise per Antrag ausgedrückte, das Bemühen, hilfsweise per Antrag die Antworten zu erhalten, die man gerne erhalten möchte. Das mal dahingestellt. Über den Flughafen zu reden, mache ich jederzeit mal gern. Und ich glaube nur nicht, dass man durch den noch so vielten Bericht, durch den Senat, durch Politikerbriefe an die Abgeordneten, durch Medienberichterstattung oder was auch immer, Beratung im Ausschuss XY, Auskünfte erhält, die tatsächlich in ihrer Gänze dem Auskunftsanspruch nachkommen. Weil ich der festen Überzeugung bin, dass diejenigen, die da jetzt die Verantwortung tragen in der Geschäftsführung wie im Aufsichtsrat, es auch nicht besser wissen oder, und das ist jetzt eine Vermutung, auch gerne Sachverhalte in die Öffentlichkeit pusten, die dann ablenken von den tatsächlichen Fehlern, Mängeln, die nach wie vor in diesem Projekt sind. Und weil hier Herr Ammann so toll gelobt wurde, Herr Ammann hat diese Baustelle lahmgelegt, und zwar richtig lahmgelegt. Herr Ammann hat befreundete Firmen reingeholt, die auch alle für viel Geld da Zeugs gemacht haben und keiner weiß so richtig, mit welchem Ergebnis, jedenfalls den Bau nicht vorangebracht haben. Das muss man ja mal konstatieren. Und es sind nach wie vor viele Firmen dort gebunden, die freuen sich über jeden Tag Stillstand, die freuen sich über jeden Tag Verzögerung, weil die Verträge offensichtlich so ausgestattet sind, dass Stillhaltezeiten bezahlt werden. Und das, was da jetzt an Geld abfließt und noch abfließen soll, worüber es ja Nachfinanzierungsbegehren gibt, das ist intransparent für das Parlament, da gebe ich den Grünen recht. Aber es tut sich auch herzlich wenig an einer wirklich tiefgründigen Aufklärung der Sachverhalte, die dort heißen Geldverschwendung an diesem Projekt. Und da kommen wir auch durch solche Anträge eben nicht weiter. Und der Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Herrn Klaus Brunner? Ach, wir sind am Ende des Tages. Ich will Sie auch nicht länger aufhalten, als wir eh schon hier sitzen müssen. Ich meine schon, wir können das gerne hinterher im Dialog klären. Ich meine schon, es gibt bestimmte Sachen, die sind nicht geklärt, also nicht abgearbeitet worden. Es gibt diese Mängellisten in verschiedenen Varianten und die Abarbeitung der Mängel, der Baumängel, also der Leistungen, die dort erbracht wurden, die eigentlich in die Gewährleistungspflicht auch der Firmen, die dort schon Geld kassiert haben, fallen, das stockt und hängt nach. Und diese verklebten, die vermörtelten und nicht verklebten Brandschutzwände sind nur ein Aspekt davon. Und von den Ventilatoren war 2010, haben wir im Untersuchungsausschuss klären können, dokumentiert. Da muss ein Statiknachweis erfolgen. Denn dieses war dokumentiert bei der PGBBI, die man davongejagt hat. Allerdings ist offensichtlich dieser Plan in der großartigen Dokumentation des Projektsteuerers wie des Flughafens irgendwo verschütt gegangen. Keiner hat mehr raufgeguckt. Jetzt schreien alle, hallo, hallo, warum hat das noch keiner mitgekriegt? Wieso hängen da falsche Ventilatoren dran? Hätte man die Dokumentation, die man damals hatte, nicht weggeschmissen, sondern aufbewahrt und systematisiert, dann hätte man das nämlich schon 2010, 11, 12, 13, 14 längst in Ordnung bringen können. Herr Ströter, hat man nicht. Man muss sich fragen, warum hat man nicht?
Und nun geht es schon wieder weiter. Jetzt werden wieder neue Aufträge ausgelöst. Man kommt dann wieder auf das große Thema, dann machen wir diesmal alles richtig mit dem Generalunternehmer, der macht uns das Schlüssel fertig. Liebe Leute, die Kompetenz auf der Bauherrenseite, die eigene Kompetenz auf der Bauherrenseite, das ist das A und O, sowohl bei der Abarbeitung der Mängel als auch bei der Neuauftragsvergabe für die Zukunft. Und da gibt es nach wie vor erhebliche Mängel, nur das klären wir nicht durch große, kleine oder schriftliche Anfragen an den Senat.